Willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Ja, nachdem ich in der letzten Folge richtig gescheitert bin, kümmern wir uns diesmal um Bandit mit zwei Gesichtern. Der Alarm in der Bank of Gotham in Thresher wurde ausgelöst. Two-Face-Männer versuchen ihr Glück, Sir. Dann schalten wir das hier mal aus. Keine Ausreden mehr. Lernen zu gewinnen oder verschwindet. So, wir müssen zur Bank of Gotham. Wir sollten es nochmal auswählen. Der Alarm in der Bank of Gotham in Thresher wurde ausgelöst. Two-Face-Männer versuchen ihr Glück, Sir. Da ist sie. Oh oh. Fette Drohne. Fette Drohne. Ja, schnell hier rein. Schnell hier rein. Na gut, Jungs, los, los! Selbst wenn Harvey sich sein Bereich, HP, seine beiden Anteile! Dann nehmen wir zwischen das Hackergerät, denn hier sind bestimmt wieder einige Fallen. Alarm überdeckt. Die Zeit der Heimlichkeiten ist vorbei. Das könnte nicht leichter sein! Der geht da rein. Geschafft! Hier machen wir schon das Tor zu. So, das Tor ist zu, was ist los? Das Tor ist geschlossen. Warum ist es geschlossen? Egal, schreck das verdammte Ding einfach. Er ist schnell, aber kann es nicht alle kriegen. Weitermachen. Den haben wir noch erwischt. Beim letzten Mal hat Batman mir den Arm gebrochen. Okay, das war jetzt nicht so clever. Dann gehen wir mal eine Etage tiefer. Batman, er ist hier drin! Ah! So, jetzt sind sie wieder hinter mir her. Verloren!
Ich glaube, er sah das. So, Männer, immer wenn die Fledermaus einen erwischt, werfen wir eine Münze. Kopf! Eure Familie kriegt eine Entschädigung, solange ihr im Knast hockt. Zahl! Die wird an eurer Stelle bestraft. Ich habe noch nie so viel Bares gesehen. Deine Zahl für den hier. Wir richten deiner Frau unser Beifall auf. Er ist hier drüben! Okay. Das heißt zwei Kugeln für jedes Kind. Oh Gott, Batman! Wiederzahl! Das Schicksal ist gut drauf heute. Kopf, das Schicksal zeigt also etwas Gnade. Okay. Das ist unglaublich! Batman, er ist hier! Gentlemen, die Bonusrunde. Wollt ihr doppelten Lohn für die Nacht? Ganz einfach. Töte Batman! Ja, Alarm ist aus. Es hat den Alarm abgestellt. Ich muss leise sein. Versteck dich weiter! Das ist sicherer! Dann gehen wir wieder hoch hinaus. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie oft ich K.O. geschlagen oder aufgeknüpft wurde. Jetzt zahle ich's ihm heim! Er gewinnt nicht. Nicht hier, nicht jetzt. Diesmal mache ich dich kalt, Batman! So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Was passiert da draußen? Ist alles okay? Absolut nicht okay. Wem sagst du das? Ich wollte auch nur eine ruhige Nacht. Dafür sind wir in der falschen Stadt, Jungs. Bleib ruhig, wir schaffen. Hat mich gefunden! Hier drüben ist er hoch! Feuer! Er ist hier lang! Weg! Genau, weg. Und ihr seid wieder allein, allein. Ausgeschaltet hat. Okay, beeilen. Wie viele waren das jetzt? Zu viele, verdammt. So erregt sich endlich. Ich auch nicht. Komm schon, Jungs, ihr müsst doch wieder runterkommen. Für den Schluss aufgespart. Hey, da unten hat sich was bewegt. Was auch immer es war, es ist weg. Ich sehe ihn jetzt hier drüben. Er ist weg. Genau so schaut's wieder aus. Wieder durch den Schacht hier oben rein. Mal sehen, ob der Typ, der getroffen wurde, noch atmet. Gute Idee. Na, nicht schon wieder. Reiß dich zusammen. Ich hab Angst. Das hilft uns gerade nicht weiter. Was, wenn wir uns ergeben? Geht nicht. Nicht bei ihm. Vollkommen richtig. Ihn hat's erwischt. Passt besser auf. Da unten bewegt sich was. Batman, unter dem Boden! Lass ihn nicht entkommen!
Scheiße! Was soll das? Jetzt weiß er, wo wir sind. Gut, ich hab genug von diesen Spielchen. So, jetzt einen nach dem anderen hier. Was das? Nee, da unten ist noch einer. Oh, den schalten wir jetzt so aus. Verdammt, schon wieder hier! Hat den... Oh! Bam! Batman! Ich wusste, dass du das nicht zulässt. Erinnerst du dich daran, als ich noch Prinzipien hatte? Als ich Gordon sagte, wir sollten dich verhaften und nicht mit selbsternannten Rächern arbeiten. Du hattest mir versprochen, dass es innerhalb eines Jahres kein Verbrechen mehr in Gotham gibt. War ich jemals Teil des Plans? Oder war ich nur eine Ablenkung? Der schöne Anwaltsjunge, der die Mafia hassen konnte, während du sie erledigt hast. Letzte Chance. Geh mir aus dem Weg. Oder ich erledige dich persönlich. Flash, die Bank in Drescher ist sicher. Schicken Sie einen Wagen für Dents Männer. Bin dran. Und jetzt können wir auch wieder raus. Puh. Dann schauen wir mal. Die Fledermauskreatur versteckt sich. Wenn sie hervorkommt, bin ich bereit. Okay, okay, okay. Wir haben anscheinend schon 50% vom Hauptspiel fertig. Das hier haben wir auch nicht lange nicht mehr gemacht, ne? Der Mörder verstümmelt die Opfer und stellt sie dann zur Schau. Er hat Opernmusik am Tatort spielen lassen. Sie sollen gefunden werden. Ist sowas von fett abgesichert hier, das ist richtig übel. Batman ist nicht wirklich eine Fledermaus, oder? Ich habe ihn nämlich vor kurzem gesehen und er sah echt aus wie eine riesige Fledermaus. Hast du Batmans Panzer gesehen? Dieses Ding ist tausendmal moderner als alles, was die Spezialeinheiten haben. Okay, was auch immer mir dieser Fahrstuhl hier bringt. Ich dachte, die Fabrik wäre der Plan. Aber jetzt geht es um diesen Cloudburst. Der Cloudburst ist der Plan B. Scarecrow haben immer einen Plan B. Das ist so üblich bei Superschurken. Außerhalb des Reichsgebiets von diesen Scheißviechern. Dann fliegen wir mal zu den gebrennenden Gebäuden da hinten. Wird Firefly wieder sein Unwesen treiben. Und ich schätze mal, dann werde ich offline ein wenig schießt denn da auf mich? Offline ein wenig die Straßen räumen mit dem Batmobil. Denn das ist mehr lästig, als dass es wirklich aufgenommen werden sollte.
So. Detektiv, gibt es einen Grund, warum du noch nicht beim Elliot Memorial bist? Versagensängste vielleicht? Kriegst du etwa Kopfweh, wenn du dein klitzekleines Hirn mal übermäßig anstrengen musst? Achso, verhören. Komm her. Rede endlich. Ich sag dir, wann du aufhören kannst. Du willst was über den Riddler wissen? Ich weiß eine Menge über den Riddler. Sehr verbunden. Schnell, Batmobil her. Kommen. Nicht ein Panzermobil. Batman verfolgt mich. Ich brauche Hilfe. Schickt Einheiten zu meiner Position. Alter, verkacktes Batmobil. Wir müssen dieses scheiß Gefährt nur noch einmal treffen. Ein weiterer Lieutenant der Miliz ist aus dem Rennen. Puh. Fünf Punkte haben wir wieder. Die Nachladerate verschnellern. Schüsse mit dem 16mm Geschütz lockern Cobra-Drohnen der Miliz. An die Stelle des Aufschlages eine sehr effektive Taktik für Ablenkungsmanöver und Hinterhalt.
Fällt die Panzerungsstufe des Mepomils in den kritischen Bereich ab, werden alle Reserven in die Waffensysteme umgeleitet. Und die Gesicherung der Bewaffnungsenergie sofort auf Stufe 2 aufgeladen. Ja, hört sich doch gut an. Und das war's aber erstmal. So. Ich sag doch, wir sollten uns aufteilen. Was ist und ich wollte ja zum Feuer. Sie waren im Recht. Wir haben gerade die Notaufnahme verwüstet. Und das Feuer ist da hinten. Da unten die Feuerwehrwache. Ich hatte schon mal das Vergnügen, Scarecrows Angstgas abzukriegen. Das muss ich echt nicht normal haben. Es ist Batman. Komm schon, schnell darüber. Zack, das war's dann auch schon wieder. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder drüber. Das heißt, wir werden uns in der nächsten Folge mit Firefly anlegen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Batman Arkham Knight.